Look straight ahead, or askance, whichever way you choose, you must always look in the right direction. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, von Let's Play American Maggie's Alice. Hier haben wir unsere kleinen Lunatics wieder. Ich lasse die mal weiteren, sonst kriegt der noch Angstzustände. Die hat er vermutlich schon. Das ist unser bester Freund, der Mad Hatter. Und wir werden in dieser Area vermutlich eine neue Waffe holen. Ich kann aber nichts versprechen. Also es ist ein Labyrinth. Ich will das da oben aber mitnehmen. Weil wir bekommen hier nämlich ziemlich viele fiese neue Gegner. Wo laufe ich dann lang? Da unten. And again we have Devil Alice. Ah, ja. Wunderbar. Weiter geht's. Die neuen sind echt fies. Sind. There we go. Roboter. Aber uncoole Roboter. Also die sind echt hart. Die können euch auch mega viel abziehen. Das ist unglaublich. War da hinter mir irgendwie? Wow. Und sie können euch krass überraschen. Ist hier jetzt noch irgendwo... Okay, das ist aufgesprungen. Es kann sein, dass ich mich hier ein paar Mal verirre. Ich hoffe es allerdings nicht. Wow. Und unsere Mana abziehenden Freunde sind auch wieder da. Oh, scheiße. Oh Gott. Oh nein! 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 Oh! Du... Oh! Scheiße! Oh, verdammt, du Monster! Du Monster! Du blödes Monster! Oh, du siehst hässlich aus! Hey, ich habe mir die noch gar nicht so genau angeschaut. Boah! Oh. Save bitte! Habt ihr gesehen? Der komplette Mantel von ihm bestand aus Totenköpfen. Okay, da müssen wir rein. Ich habe keine Ahnung, ob man hier runterfallen kann. Ich bin hier noch nie runtergefallen, glaube ich. Ich finde das Zahnrad geil. Oh, das fasziniert mich gerade total. So, und wir müssen diese Uhren zerstören. Et voilà. Ja, da sind Zahnräder rausgefallen. Oh, ich finde dieses Ding so faszinierend. Nein, 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 nein. Dankeschön. Ich glaube, man kann hier gar nicht runterfallen. Aber ich will es jetzt auch nicht ausprobieren. Okay, auf geht's. Oh Gott, bleib mir vom Leib. Du vermaledeites Viech. Okay. Hier können wir speichern und ich weiß, dass es hier irgendwo eine neue Waffe gibt. Ich meine, die war in entgegengesetzte Richtung. Also. Hier, genau, da. Ah. Also ich gehöre zu den Menschen, die sich eigentlich... Also ich habe mich da schon immer verirrt. Hier war doch noch einer. Hier war doch noch einer. Okay, dann nicht. Und das ist die absolute Lieblingswaffe von mir. This simple game can turn distinctly nasty. Don't ever play alone. Sie sind wundervoll. Man nennt sie... Das sind die Jacks.
Und ich werde euch jetzt gleich mal demonstrieren, was die doch so Schönes können. Doch. So, wir laufen aber erst. In welche Richtung laufen wir denn? Ich nehme erst das andere. Allerdings, da wir da jetzt eine Anzahl von anderen Gegnern haben, nämlich Spinnen, werde ich den Eisstab benutzen und ich will die erst alle triggern. Bitte. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie. Oh Gott, ich... Oh Gott! Oh Gott! Seht ihr? Und wenn sie euch beißen, dann passiert das. Und wenn ihr mal ganz genau drauf achtet, dann seht ihr, dass ihr da eine kleine Cheshire Cat bekommt als Bild. Beziehungsweise euer ganzes Bild ist hingegen von einer giftigen Cheshire Cat. Oh Gott, hat mich das gerade erschreckt. Ich muss dazu sagen, ich habe eine Spinnenphobie. Und die sehen auch noch so eklig aus mit ihren Masken. Die haben nämlich keine richtigen Gesichter, sondern die haben so chinesische Masken. Die erinnern so ein bisschen an eine Geisha, finde ich. Oh Gott, sind hier jetzt noch irgendwelche? Also das sind so meine... Oh Gott. Und dann noch dieses Geräusch im Hintergrund dazu, dieses... Das macht mich ganz kribbelig. Oh Gott. Oh Gott. Stirb doch. Stirb doch. Bitte. Bitte. Bitte kratz doch einfach ab. Tu mir doch bitte den Gefallen. Oh Gott. Seht ihr die Masken? Die sind auch noch verkehrt rum. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ganz ruhig. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Stirb doch. Bitte! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Die meisten von euch lachen mich jetzt bestimmt aus, weil es ja nicht mal richtige Spinnen sind. Aber ich kann das nicht. Oh, ich kann das einfach nicht. Oh Gott. Okay, gut. So, wir müssen jetzt die ganzen Uhren hier in diesen einzelnen Räumen zerstören. Oh Gott, ist da eine drin? Egal, ich mach's einfach von hier. Und... Die ist zu. Oh Gott, ich muss hier speichern, hey. Ist da eine? Nein. Oh nein, 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 nein. Also Alice ist für mich auch so ein bisschen Phobiebewältigung, wie man jetzt hier schön sieht. Die ist zu. Die auch. So. Jetzt haben wir in diesem Raum schon mal alle Uhren zerstört. Und jetzt ab in den nächsten Raum, würde ich mal sagen. Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Nein, 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 nein! Und stirb! Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das Einzige, was ich an den Spinnen cool finde, ist... Wie das aussieht, wenn sie einen beißen. Wegen der Katze. Ja, schrei, du Biest!
Habe ich hier jetzt alle. Oh Gott. Ich weiß schon, ihr werdet euch jetzt alle an meiner Phobie ergötzen. Ich weiß es einfach. Oder ich bin einfach nur paranoid. Ah, da hinten sieht man noch die andere Area. However, wenn es euch Freude macht, das ist ja der Sinn an einem Let's Play. Egal in welchem Sinne. Oh Gott, vielleicht ist da noch mal einer drin. Soll's mir recht sein. Oh, dieses Rascheln macht mich... Ja, Tür, hau mich! Macht mich ganz wahnsinnig, hey. Oh Gott, hey. Ist da eine drin? Nein? Gut. Dann kann ich ja die Uhr in aller Ruhe zerstören. Jetzt haut mich bestimmt gleich wieder die Tür. Das Rascheln doch mal weggehen. Ich glaube, die Entwickler wissen ganz genau, warum die das da reingepackt haben. Oh Gott, was war... Oh, die ist schon kaputt. Das war die in der Cutscene. Also die ganzen Kinder haben natürlich irgendwelche Psychosen. Das habe ich ja irgendwann am Anfang vom Let's Play schon mal gesagt. Also so, wie man halt damals gemeint hat, wie man die Psychosen doch am besten bekämpfen könne. Jetzt lässt du mich mal in Ruhe. So. Jetzt speichere ich erstmal. Und... Was machen wir jetzt? Ah, ich muss mal ganz kurz was checken. Ich bin gleich wieder da.